Servus und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute Valentinstag und das, was mir letzte Woche passiert ist, das darf nie wieder passieren. Schaut her. Soll ich uns eine Flasche Mumu holen? Das ist eine tolle Idee. Okay, ich gehe in den Keller. Bis gleich. Conny ist jetzt bestimmt schon 20 Minuten im Keller. Da wird doch wohl nichts passiert sein. Ich schau mal nach. Oh mein Schatz, was ist das denn? Hey, ich sitze. Oh, sorry. Komm. Dann hast du nicht nochmal mit mir. Wir kennen uns nicht zufällig bereits, oder? Die Agentin vor Ort ist tot, er bittet sofortige Evakuierung. Was ist passiert? Wer hat London angegriffen? Hast du irgendwas, dem wir nachgehen können? Prost, mein Schatz. Prost. Auf unsere smarte Klingel. Wohlsein. Prost. Eine erste Recherche ergab, es gibt einen Nebensignalcontroller von der Firma Siedle zum Preis von 128 Euro. Das kann ich billiger. Nach den Schaltungsunterlagen für die HTS 711 verwendet Siedle eine Versorgungsspannung von plus 18 Volt zwischen Klemme 7 und Klemme 1. Beim Klingeln wird die Spannung auf 23,6 Volt erhöht. Mit einer 10er Diode von 18 Volt, einem 470 Ohm Widerstand und einem Optokoppler lässt sich dieser Pegelsprung perfekt auswerten. Den Optokopplerausgang Pin 3 und 4 schalte ich parallel zum Riedkontakt, der in einem Akara Türfenstersensor verbaut ist. Diese Adapterschaltung ist perfekt in der Türsprechstelle HTS 711 zu verstauen und trennt galvanisch Siedle von meinem Smart Home. Was will man mehr? So, das wäre geschafft. Dann wollen wir mal testen. Bevor wir den Praxistest starten, müssen wir aber noch den Akara-Sensor in ZHA einbinden und eine kleine Automation für die Notification tippen. Da ich keinen neuen Sensor verwende, entfällt das Einbinden zugunsten von Umbenennen. Bereich, Flur eintragen, schon fertig. Hier die Automation als YAML-Datei. Wenn der Doorbell-Sensor von On nach Off wechselt und es zwischen 8 und 22 Uhr ist, wird der Service Media Player HomePod Mini aufgerufen und die Datei Klingelton Home Assistant MP3 abgespielt. Diese Datei befindet sich im Media-Verzeichnis vom Home Assistenten. Die Push-Benachrichtigung zu den iPhones habe ich der Einfachheit halber mit Notred realisiert. Jetzt wollen wir mal schauen, ob alles zufriedenstellend funktioniert. Es sind einzelne stürmische Böen drin, Temperaturen dann zwischen 0 und 8 Grad. The bell at the front door rings. Frei nach dem Film mit Jack Nicholson, wenn der Postmann zweimal klingelt, auch auf dem Balkon, bekomme ich es mit. Motion has been detected in the basement. Siri Pro. Wie kann ich dir helfen? Wie erstelle ich ein YouTube-Video über das Thema Homatic IP und Waschmaschine? Einen Moment. In Arbeit. Ich kümmere mich drum.
Fragezeichen, erster um ein Video für YouTube über das Thema Homematic IP und Waschmaschine zu erstellen, sollten Sie zunächst recherchieren, welche Funktionen die Homematic IP-Unterstützung hat und wie sie die Waschmaschine steuert. Zweiter anschließend sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Informationen am besten in einem Video präsentieren. Überlegen Sie sich, ob Sie beispielsweise demonstrieren, wie die Homematic IP eine Waschmaschine bedienen kann, präsentieren Sie ein Demo-Video oder animieren Sie Ihr Video. Dritter, nachdem Sie Ihren Videostil ausgewählt haben, müssen Sie den Videobearbeitungsprozess beginnen. Wählen Sie dazu die richtige Software, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Es gibt viele verschiedene Videobearbeitungssoftware-Optionen, mit denen Sie Ihren Video bearbeiten oder animieren können. Vierter, sobald Ihr Video fertiggestellt ist, können Sie es auf YouTube hochladen und mit einer ansprechenden Beschreibung und dem richtigen Tag versehen. So erhöhen Sie die Chancen, dass mehr Personen Ihr Video finden und anschauen. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem Video zum Nachbauen inspirieren konnte. Wenn ja, würde ich mich über ein Like oder auch ein Abo freuen. Aktiviert doch einfach die Glocke, denn so verpasst ihr keines meiner nächsten Videos. Bis bald!